Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportblock. Und was ich heute beim Jogging so mache, das erzähle ich euch gleich. Der heutige Sportblock ist eigentlich nur Jogging, könnte man meinen. Aber gestern war ich beim EMS-Training bei Rosario Battaglia. Und dabei habe ich auch die neue App von ihm bekommen, die Sport-Fitness-App, die mir eine Aufgabe gestellt hat für heute. Ich soll 25 Minuten joggen. Kriege ich hin, kein Problem, aber es wird noch härter. Ich blende jetzt mal hier die App ein. So sieht das aus. Und da muss ich dann immer abhaken, was der Rosario mir als Aufgabe gestellt hat. Und die heutige Aufgabe ist machbar, aber sollte sich ja steigern. Ne? Ist klar. Ja, jetzt laufe ich erstmal mein Pensum. Meine Knochen sind noch ein bisschen müde von gestern. Gestern das EMS-Training war saugeil. Elektromagnetische irgendwas auf dieser Weste, um den Hintern, um die Arme und um die Beine. Und währenddessen eigentlich relativ einfache Bewegungen, aber durch die Elektroimpulse sauschwer. Deswegen macht man immer nur so 20 Minuten. Ich habe 18 Minuten gemacht gestern und heute ist Jogging angesagt. Ja, aber ich merke, verdammte Scheiße, ich werde immer fitter. Zwar kleine Schritte, aber ich werde fitter, immer fitter, fitter. Bevor ich gestern beim Rosario in dem Studio war, Körperformen, war ich vorgestern bei der Hypnose. Hypnose, hä? Bei der Silke Dumancic. Ich bin dorthin gekommen und habe eigentlich nichts erwartet und dachte auch, naja, Hypnose, was ist das für ein Käse? Dachte ich wirklich. Und da bin ich mit einem fetten Muskelkater hingekommen vom letzten Training vorher. Richtig fetter Muskelkater. Und dann hat das Ganze eine Wendung genommen, das unglaublich war. Aber das seht ihr demnächst in einem weiteren Video, weil wir natürlich die Sitzung mit der Silke aufgezeichnet haben. Ich will mal einen kleinen Teaser einblenden jetzt. Dann gibt diesem Schmerz, den der gerade sieht, eine Form. Welche Form hat dieser Schmerz? Das darfst du mir gerne sagen. Ich sehe so zwei Ovale. Mhm, sehr gut. Und dann gib diesem Schmerz eine Farbe. Blau. Sehr gut. Und dann eine Struktur. Wie fühlt er sich an? Glatt. Sehr gut. Und dann noch ein Geräusch. Wie hört sich dieser Schmerz an? Dumpf und hohl. Sehr, sehr gut. Und dann stell dir vor, wie quasi noch ein Teil von dir, quasi dein Immunsystem, einmal auf die andere Seite geht, ja? Auch wieder. Und dann auf diesen Schmerz drauf guckt. Kannst du dir das vorstellen? Sehr gut. Und dann lass jetzt dieses Immunsystem diese Form in eine heilende, angenehme Form bringen. Kannst du das? Welche Form? So glatt wie ein Teppich. Ja, das Video seht ihr demnächst hier auf dem Kanal Schucki bei Nuki New Television. Ich laufe jetzt mal weiter, weil ich muss ja Rosario Battaglia zufriedenstellen, der mir ja seine App gegeben hat und die Aufgaben dargestellt. Aber das kriege ich hin. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, das kriege ich hin. Kurze Zwischenmeldung. Die App vom Rosario hat mir gesagt, ich soll heute 25 Minuten laufen. Habe ich schon lange gemacht. Das kann ich also abhaken. Blende ich mal ein, wie ich es abhake. Das macht Spaß. Ja. Und ich muss aber jetzt noch ein bisschen weiterlaufen, weil ich nämlich meine eigene Distanz auf 8,2 steigern muss, damit ich nicht wieder zurückfalle in alte Gewohnheiten. Das darf nicht sein. Nee, nee. Ich laufe heute
mein Ding. Und beim Rosario habe ich kurz mal einen Haken gemacht. Super. Ich melde mich gleich. Jetzt bin ich wieder zu Hause angekommen. 8,2 Kilometer. Check. In, was war das jetzt? 55 Minuten. Auch check. Und Rosarios Aufgabe habe ich locker bewältigt heute, aber ich glaube, das wird immer schwieriger. Heute ging es noch, das steigert sich ja. Aber auch hier, check. Wir sehen uns beim nächsten Sportvlog. Cheerio, Miss Sophie.